Mit Schnierl bei Radio Bielefeld, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Und wenn man das nicht fragt, glaube ich, wird einem die Sportjournalisten-Lizenz entzogen. Wen wünscht ihr denn am Sonntag? Ich habe das schon mal gesagt, aber ich habe keinen besonderen Wunsch. Ich glaube, ich kann die Losfee eh nicht beeinflussen. Deswegen gucken wir mal, was da rauskommt. Wir sind mit allen zufrieden. Also Heimspiel wird es ja auf jeden Fall. Dann lieber Ambitionen, jemand, der oberes Drittel erste Liga oder unteres Drittel zweite Liga hat? Eher die Variante B, unteres Drittel zweite Liga, weil da hat man, glaube ich, ein bisschen mehr Chancen weiterzukommen. Ich glaube, gegen Bayern München oder ja, Borussia Dortmund wird es dann schwierig. Deswegen eher Kategorie B. Arminia setzt sich gerade in der dritten Liga oberes Drittel fest. Ist der DSC diese Saison nach der schwierigen letzten schon ein Spitzenteam? Nein, es sind ja gerade erst mal 3 Spiele gespielt. Wir wollen natürlich da oben bleiben. Das heißt, wir wollen am Wochenende erfolgreich sein. Aber dass wir ein Spitzenteam sind, das ist noch viel zu früh zu bewerten. Aber du hast gerade in der Pressekonferenz schon angedeutet, ihr habt höhere Ambitionen, ihr wollt besser abschneiden als letztes Jahr und du siehst deine Mannschaft auch besser aufgestellt. Ja, absolut. Also in beiden Sachen wollen wir besser sein. Die Mannschaft ist definitiv besser. Der Kader ist viel, viel besser aufgestellt als letztes Jahr und wir wollen natürlich, klar, also wenn man die Tabelle letztes Jahr gesehen hat, damit werden wir dieses Jahr definitiv nicht zufrieden sein. Ich habe dich ja letzte Woche ein bisschen versucht, mit dem sehr erfolgreichen Minimalisten-Fußball so herauszulocken, ob dir lieber 4-4 ist oder lieber 0-0. Jetzt habt ihr 0-0 gespielt. Wird das denn gegen Sandhausen ein anderer Auftritt werden? Davon gehe ich aus. Wir wollen auf jeden Fall mutiger auftreten im Vergleich zu Essen. Haben jetzt auch die ganze Woche da den Fokus drauf gelegt und ich bin davon überzeugt, dass wir es hinbekommen. Isaiah Young habt ihr noch dazu geholt, vormals RWE. Du hast gesagt, ein typischer Ami. Was bringt der Arminia auf den Platz? Ja, erstmal hat er eine Fröhlichkeit, wenn er in den Raum reinkommt. Der lächelt sofort. Das heißt, er ist auch willig, mehr Meter zu machen, hat extrem hohes Tempo, geht immer wieder tief und das ist halt genau das, was wir am Flügel noch haben wollen. Countdown läuft, dann ist Transferfenster mal wieder zu. Was passiert noch, wenn überhaupt? Da bin ich auch immer der falsche Ansprechpartner. Da müsst ihr Michael Mutzel interviewen. Der kann euch da bestimmt weiterhelfen. Und mit dem Kader soweit zufrieden? Ja, absolut. War ich vorher auch. Also selbst wenn Easy nicht geklappt hätte, sind wir da, glaube ich, sehr ausgeglichen. Aber er gibt uns nochmal diesen X-Faktor, wo man sagen kann, okay, extrem hohes Tempo, ähnlich wie Noah Serena-Basé, haben wir dann endlich einen Spielertyp verpflichtet. Der SV Sandhausen gilt auch wegen der finanziellen Möglichkeiten immer als ein Team, was oben mitspielt. Zuletzt ein bisschen ausgerutscht gegen Hannover 2. Was erwartet euch für einen Gegner? Ja, eine sehr gute Mannschaft, die einen extrem guten Kader hat, haben jetzt 1-2 Verletzte, eine rote Karte dabei gehabt. Müssen wir natürlich für uns nutzen, aber ist, glaube ich, eine Mannschaft, die von den Namen her so zusammengestellt wird, dass sie ganz, ganz oben angreifen wollen. Du hast eben schon gesagt, seit Monaten zu Hause ungeschlagen. Ist Arminia wieder eine Heimmacht? Ist das das, was ihr auch werden wolltet in der Schüco Arena auf der Alm? Ja, wir wollen es auf jeden Fall werden. War natürlich viel zu viel Unentschieden dabei. Deswegen werden wir am Wochenende auch wieder auf Sieg spielen. Viel Erfolg. Danke. Danke auch.